Wir haben 90% fertig gemacht, würde ich sagen, ne? Verzeih, nicht deine Schuld. Hier wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt, warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder warum du mich bittest? Nein. Und doch bist du hier? Der Geist sagte, dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkte. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Deshalb verschrieben sich die Assassinen dem ewig währenden Kampf im Krieg gegen die Templer. Denn wenn die gewinnen, werden deine Geistervisionen zur Wirklichkeit. Dann halte ich sie auf. Oh, das wirst du sicher versuchen. Ja, komm mit. Ich muss dir etwas zeigen. Vorsicht. Das war kein Witz, dass hier bald alles auseinanderfällt. Warum reparierst du es nicht? Wozu denn? Außerdem mangelt es mir an Material. Dann kauf es. Sieh mich an. Glaubst du, ich könnte einfach in den Laden gehen, die Taschen voller Geld und einkaufen? Ja. Warum nicht? So naiv. Hier lang. Wir folgen dir, Achilles. Langsam und ruhig. Glaub nicht, du könntest einfach herkommen, das überwerfen und schon wärst du ein Assassine. Ich habe nicht. Ich würde mir niemals anmaßen... Ist schon gut. Ich weiß, wie verlockend das ist. Nun gut, mein Schüler. Wir werden bald wissen, ob dir diese Kleider passen. Hab Dank. Ich bin Achilles. Komm mit, Junge. Wir haben zu tun. Du bist nur ein Staubkorn, ein Nichts. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Was wollen die Templer denn? Was sie immer schon wollten? Kontrolle.
In den Kolonien sehen sie eine Gelegenheit. Eine Chance für einen Neuanfang, unberührt vom Chaos der Vergangenheit. Deshalb unterstützen sie die Briten. Hier können sie die Vorzüge ihres Glaubens präsentieren. Ein Volk, das nur diesen Prinzipien dient. Ordnung und Struktur. Ich habe gesehen, was kommt, wenn sie Erfolg haben. Sie müssen sterben, oder nicht? Sie alle. Sogar mein Vater. Vor allem dein Vater. Er ist es, der alle Fäden in der Hand hält. Und so übte ich. Ich rannte, ich kletterte, ich kämpfte, ich stürzte. Und für jede körperliche Übungsstunde gab es 2 Lektionen für den Geist. Sprachen, Philosophie, Logik, die Kunst. Achilles lehrte mich sehr viel über die Assassinen und Templer. Ihre Strukturen, Ursprünge und Ziele. Jahrhunderte in wenigen Tagen zusammengefasst. Wir sprachen über die Männer, die mein Dorf niederbrannten. Von Charles Lee und meinem Versprechen an ihn. Achilles erklärte mir, Lee und seine Gefährten seien Templer. Und dass kein Geringerer sie anführte als mein eigener Vater. Wenn ich dem Orden dienen will, wären diese Männer meine Ziele. Also arbeitete ich härter, lernte schneller. Doch trotz allen Fortschritts war klar, dass ich noch viel lernen musste. Meine Lehrzeit hatte gerade erst begonnen. Genau. Ah, das lesen wir noch in die Strukturen. Unser geheimer Assassinenraum hier. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Andere Seite. Schönen Abend. Achilles Botendienst. Ja, komm, machen wir nochmal. Guten Morgen. Wünsche ich dir auch. Willst du verreisen? Ich habe entschieden, das Haus herzurichten. Und du wirst mir dabei helfen. Steig ein. Alright. Glotz nicht. Verzeih. Komm weiter. Dieser Ort ist unglaublich. Die Leute, dieser Lärm, die Gerüche. Ich könnte Tage hier verbringen und hätte nicht die Hälfte der Wunder gesehen. Früher habe ich einmal dasselbe gedacht. Heute bevorzuge ich die Ruhe des Landlebens. Es gibt so viel Leben hier. So viele Möglichkeiten.
Für wenige, mein Junge. Für wenige. In der Nähe ist ein Laden. Kaufe die Sachen auf dieser Liste. Sag ihnen, wo die Kutsche steht. Und sie werden sie beladen. Verstanden? Ja. Gut. Und du brauchst doch einen neuen Namen. Deine Haut ist hell genug. Du könntest glatt als Spanier oder Italiener durchgehen. Besser, man hält dich für einen Spanier als für einen Eingeborenen. Und beides ist besser als ich. Das ist nicht wahr. Wahrheit und Wirklichkeit sind nicht immer dasselbe. Wie würdest du mich denn nennen? Connor. Ja, das ist jetzt dein Name. Also gut, fort mit dir. Alright, Boston. Gemischt Warenladen für Achilles besuchen, Sachen kaufen. Wir sind jetzt Connor. Ich habe ja alles. Dann kriegt mehr und ihr kommt auf eure Kosten. Ich bin entlang. Jeden Tag werden neue Steuern erhoben, neue Gesetze erlassen ohne unsere Zustimmung. Der Revenue. Verlaufen? Ich brauche die Sachen von dieser Liste. Wirst du bezahlen oder lieber tauschen? Einiges davon habe ich, einiges nicht. Holz ist schwer zu bekommen, seit mein Lieferant verschwand. Aber ich habe Werkzeug und Pech. Nägel auch. Wohin soll ich das alles liefern? Unser Wagen steht am State House. Zu Achilles zurückkehren, alles klar. Ich sollte zurück zu Achilles. Wer sitzt im Parlament? Alle Mann, kommt mit uns. Wir haben genug. Pöbel und Gesocks, kommt mit mir. Was ist denn hier los? Zollhaus, um es den Rotröcken mal ordentlich zu geben. Was ist geschehen? Genau das werden wir herausfinden. Kommt mit zur King Street, wir zeigen es denen. Am Zollhaus ist was los. Kommt alle mit. What the fuck? Was ist mit denen los? Unsere Zukunft soll in unseren Händen liegen. Jemand muss die erlauben sich zu verleihen. Muss enden. Für diesen Irrsinn werden die bezahlen. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ein kleiner Aufstand hier. Ein letztes Mal auseinander! Versammlungen dieser Natur sind verboten! Wir gehen nirgendwo hin, Bastard! Hey, geht doch zurück nach England! Nichts Gutes entsteht aus solchem Chaos! Geht zurück nach Hause und alles wird vergessen! Niemals! Ihr müsst für eure Verbrechen bezahlen! Ihr Feiglinge! Zieht mit nicht. Gewehren auf Unbewaffnete! Wir haben keine Angst! Da! Was ist das? Mein Vater? Ja, das heißt, es wird sicher Ärger geben. Du musst jetzt seinen Komplizen verfolgen. Die Menge ist ein Pulverfass. Er darf die Lunte nicht zünden. Aber... Nichts aber. Tu, was ich sage und los! Komm her, du fetter Feigling! Du schießt ja doch nicht! Hey, Rotrock! Na komm, benutzt das kleine Gewehr!
Du da! Was soll denn dieser Aufruhr? Feuer am Townhouse. Wir verfolgen dich, okay? Geh doch weiter, Jung. Ich werde mich gleich über Stiefelbehandlung beugen, nicht wahr? Ganz ruhig. Nix da. Dein Plan ist gescheitert. Nicht ganz. Ihr Hunde! Feuer! Oh, fuck.